Und damit ein herzliches Willkommen zu Jurassic Park The Game. Ja, es gibt ein Jurassic Park The Game Spiel aus dem Jahre 2011. Es ist ein Adventure-Spiel und der Entwickler ist Telltale Games. Da ist er wieder, der T-Rex. Publisher ist Calypso Media. Und Calypso Media hatte ja auch schon Spiele veröffentlicht wie das Schwarze Auge, Demonicon oder so heißt das Spiel. Das wollte ich noch irgendwann spielen auf meinem Kanal. Anna habe ich damals ganz, ganz am Anfang meines Kanals, falls der eine oder andere sich noch dran erinnert, gespielt. Ist sehr lange her, da habe ich Anna gespielt. Das war auch von Calypso. Und noch irgendein drittes Spiel, aber ich weiß jetzt gerade nicht welches. Es gibt auch ein paar andere, die ihr wahrscheinlich besser kennt als ich. Könnt ihr einfach nachgoogeln. Auf jeden Fall ist es von Calypso Media und Telltale Games. Und ich freue mich total, mal wieder in Telltale Games zu spielen. Ich liebe Telltale Games, das wisst ihr. Mit Entscheidungen treffen und in diesem Falle mit Jurassic Park. Und ich bin ein Jurassic Park Fan. Ich habe die Filme immer alle geguckt als Kind. Und ich hatte das PlayStation 1 Spiel von Jurassic Park und hab das nie richtig geschafft und hab dann die Codes später gehabt und musste dann immer... Ja, du T-Rex, nun brüll mal nicht so in meine Rede hier rein. Musste dann die Codes eingeben, damit ich dann überhaupt mal die späteren Level, wo man dann den T-Rex spielen konnte, eingeben. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Ja, also ich bin ein Jurassic Park Fan. Das Spiel ist ab 12 Jahren freigegeben und ich hab's noch nie gespielt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier unsere Episode. Und auf den ersten Blick ist die Grafik so ein bisschen, naja, die wird wahrscheinlich jetzt auch nicht super dufte sein in dem Spiel. Aber ich bin sehr gespannt auf die ganzen Quicktime-Events, die uns hier erwarten werden. Und da es blind ist, weiß ich überhaupt nicht, was storymäßig auch erwartet. Leute, bevor der T-Rex hier jetzt noch ein 500. Mal losschreit, würde ich sagen, wir starten die Episode und ich wünsche euch viel Spaß. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Universal Partnerships and Licensing. Jurassic Park. Isla Nublar, 120 Meilen vor der Westküste von Costa Rica. Untersuche den Schauplatz mit Hilfe der Gesichtsbuttons. Dreh dich um. Okay, wir gucken uns das mal an. Hat sie da in der Hand. Sie rennt weg. Sie wurde schon gebissen. Verwende den linken Stick, um zu schauen, was dich verfolgt. Okay, dann machen wir das mal. Vielleicht hier unten mehr irgendwie. Ah, da hinten. Okay. Ja. Oh, der Rechtsklick benutzt, um den Punkt zu zentrieren und deine Gedanken zu fokussieren. Das gereicht? Okay. Okay. Bestimmt nach links, genau. Oh nein, sie sind überall. Scheiße. Dann krabbel mal weg. Yeah.
hat nicht geklappt. Das hat auch nicht geklappt. Okay, zum Vor- von A drücken, das klappt ja gut. Mehr als die Tasten drücken kann ich aber nicht. Komm schon. Okay, das war... Oh, ich habe RB gedrückt statt LB. Nein! Ja. Okay, okay, okay. Schlimmste ist vielleicht abgewendet. Ja. Prolog abgeschlossen. Rang, Bronze. Bei dem Versuch. Den Knopf in Klammern drücken und halten. Okay, ich drücke hier einfach alles. Alles auf einmal. Sehr gut. Kommt ein Auto, rette dich. Episode 1, der Eindringling. Zuvor am selben Tag. Und es ist ja sehr vereinfacht. Aber mit der schönen Jurassic Park Musik. Oh, ist das toll. Oh. Ich würde auch gerne in den Jurassic Park. Gut, ich würde vielleicht nicht so gerne verfolgt werden, aber... Ja, eine schöne Aussicht. Aber wo sind die Dinosaurier? Da draußen müssen Triceratops sein. Sie sind manchmal schwer zu finden. Ach ja? Wo hast du das her? Das hier? Ja, das. Dieser Typ hat es mir gegeben. Dein Chef, John Hammer oder wie er heißt. Er mag mich. Das ist großzügig von ihm. Genau. Ich sehe Dschungel und so, aber keine Dinos. Sieh dich um, du wirst sie finden. Okay, Tagebuchfreischaltung. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Jetzt kann ich hier rumsuchen. Hey, hier ist so ein Zoom-Dings dran. Dann zoom mal. Hey, ein Dinosaurier schüttelt den Baum. Wow. Oh. Ach, vergiss es. Nur ein paar Vögel. Hey. Ein Dinosaurier schüttelt den Baum. Nur ein paar Vögel. Ach, vergiss es. Sag nur ein paar Vögel. So, dann gehen wir da mal hin. Ich sehe einen... Oh, egal. Nur ein Felsen. Ich sehe einen Felsen. Vielleicht ist ein Dinosaurier hinter dem Felsen. Können wir da runtergehen und die Dinos aus der Nähe sehen? Ruftest du ins Tigergehege, als ich in San Diego war? Das war was ganz anderes. Außerdem war ich erst 7 oder so. Genau, und ich hatte eine Heidenangst um dich. Okay, achso, wir können weiter gucken. Ach, schön. So, dann guck mal hier hin. Was ist das für eine gelbe Blume? Sieht aus wie Moms Paradiesvogelblume, nur irgendwie gesünder. Es ist Heliconia. Wir haben sie zur Verschönerung vom Festland hergebracht. Ihr habt ja hier mehr Blumen als Dinosaurier. Ja, aber es sind schöne Blumen, stimmt's? Das stimmt. Ah. Was haben wir da? Warum sind denn die netten Dinosaurier eingesperrt? Das ist sicherer für sie und auch für uns. Pflanzenfresser können sehr gefährlich sein. Das hier wäre mehr Spaß ohne Zäune. Ich glaube, Spaß ist nicht ganz das richtige Wort. Okay. Da sind ein Haufen Dinosaurierspuren um diese Pflanze. Triceratops sind große Freunde von Bananenblättern. Sicher sind sie ganz in der Nähe. Da sind ein Haufen Dinosaurierspuren um diese Pflanze. Triceratops sind große Freunde von Bananenblättern. Sicher Wie sind sie Beispiel ganz in der Nähe. Zum Beispiel da vorne rechts. Da ist doch endlich mal einer. Warte, warte, ich sehe wirklich einen. Oh, er ist weggelaufen. Sie ist gerade weggelaufen. Es ist ein Weibchen. Wo ist sie hingelaufen? Warte, warte, ich sehe wirklich einen.
Warum wiederholt die sich immer? Sie ist wiederholt euch doch noch mal ein bisschen. Ist ein Weibchen. Wo ist sie hingelaufen? Und noch mal vielleicht? Oh, warte. Ja. Wäre es nicht lehrreich, wenn ich noch ein paar Tage hier bliebe? Weißt du, deine Mom könnte dich vermissen. Machst du Witze? Sie wäre total glücklich. Ach komm schon, das wäre sie nicht. Doch, das wäre sie. Okay. Was ist denn das da für ein kleiner Bunker? Ein Gerätelager. Für Reparaturen an kaputten Dinos? Ja, wir halten sie immer in Schuss, weißt du? Ist da drin auch ein Haufen kaputter Rasenmäher, wie in unserem alten Schuppen? Die waren nicht kaputt. Ich habe sie nur restauriert. Muss man sich alles angucken? Die Spuren führen in den Fluss. Klar, der Triceratops hat ein Bad genommen. Sie muss irgendwo rausgekommen sein. Okay, dann gehen wir mal dahin und gucken, ob sie da irgendwo ist. Da sind die Spuren. Da führen Spuren aus dem Fluss heraus. Du bist auf der richtigen Spur. Yay. Und da ist der Truck. Da unten ist ein Auto. Sicher Hammonds Besucher. Er hat ein paar wichtige Paläontologen in den Park eingeladen. Die können bestimmt Dinosaurier aus der Nähe sehen. Wir sollten echt da unten sein. Ja, genau. Wo sind die Dinos? Ich glaube nicht, dass ich eigentlich nach links wieder soll, aber vielleicht habe ich hier noch irgendwas nicht angeguckt. Deswegen fahre ich hier nochmal und cruise hier nochmal voll durch den Wald. Noch mehr weiter nach rechts. Ah, da. Ah. Da ist ein Haufen braunes Zeug. Ist das... Wahrscheinlich. Und das würde vielleicht heißen, dass dort ein Dinosaurier ist. Ich glaube eher 10. Das ist echt groß. Ja. Sind ja auch Dinosaurier. Okay, ich sehe sie. Warte, da ist ein ganzer Haufen. Oh, voll schnell. Krass. Sie kämpfen. Das wollte ich unbedingt sehen. Eigentlich ist es eher Dominanzverhalten als Kampf. Weißt du noch, wie Patchy auf eure Welpen reagiert hat? So ist es auch mit Lady Margaret und dem jungen Triceratops. Ernsthaft? Lady Margaret? Ja, das nennen wir Alpha-Tier. Siehst du die Hörner? Die sind über 1 Meter lang. Genau richtig, um gegen T-Rex zu kämpfen. Was? Das will ich sehen. Wird wohl nichts. Ich habe auch ohne Gladiatorenkämpfe genug zu tun. Da fällt mir ein, ich muss mich noch um einen kranken Triceratops kümmern. Und zwar gleich. Ich setze dich am besten am Gästehaus ab. Echt schon? Dann hast du noch Zeit zum Packen. Und denk dran, das Boot fährt heute Abend. Ich hab gar nichts zum Packen. Ich bin praktisch erst angekommen. Wenigstens hast du ein paar Triceratops kämpfen sehen. Eigentlich war das eher Dominanzverhalten. Besserwisser. Komm, gehen wir. Wie auf ruhiges Wetter. Bei starkem Seegang ist es nicht sehr lustig an Bord. Ist ein bisschen, als ob man sich einen Film anguckt eher. Statt ein Spiel spielen. Aber das habe ich auch schon überall gelesen gehabt, dass... Das Spiel hab ich so doch ist. Gesagt, Nedry ist nicht hier. Der fette Mistkerl steckt sich an einer Tür fest. Machen Sie sich keine Sorgen. Plan B ist bereit. Plan B ist genau hier. Nedry wird uns nicht hintergehen. Dafür kriegt er zu viel Geld. Nein, sie kennt ihren Namen nicht. Sie weiß nichts, was sie nicht wissen muss. Glauben Sie, das spielt eine Rolle? Hey, Sie, raten Sie mal, wer dran ist. Dodgson, hier ist Dodgson. Es ist dir egal. Kommen Sie, meine Kontaktperson wird jeden Moment hier sein. Okay. Wir können ihn wieder hier... Weiß Ihnen, Jen, dass Sie die Jacke geklaut haben? Verdeckte Operation, muss mich anpassen. Ja, und was ist mit mir? Sie folgen mir einfach. Okay. Wir haben doch bestimmt noch mehr, was wir an ihm angucken können. Wie lange warten wir auf Ihre Kontaktperson? Das könnte eine Weile dauern. Laut dem Detektor ist er nicht mal in der Nähe.
Ja, und? Kontaktperson und so? Schlechtes Wetter? Ein Dino, der ausbricht? Der Stromzaun geht aus? Irgendjemand baut Mist? Irgendjemand, der hier gleich reinspringt und rumballert? Oder warten wir einfach nur? Okay, wir können wieder was machen. Was ist auf dem Foto? Das? Das hier wird uns beide reich machen. Deswegen sind wir hier. Rasiersaum. Aha, sicher. Rasierschaum. Neuer Dialog verfügbar. Der rechten Schalter drücken, um mit Miles zu sprechen. Okay, mit dem linken Stick ein Gesprächsthema auswählen, mit A bestätigen. Der Sturm wird nur noch schlimmer. Keine Sorge. Es kann gut sein, dass Nedry im letzten Moment... Verdammter... Okay, ich schätze, wir müssen ihn suchen. Wenn jemand anhält, zeigen Sie diesen... Wo ist das Problem? Wir brauchen Zutrittskarten. Verdammt, Dodgson. Ich muss einen Idioten anrufen. Passen Sie auf, dass Sie niemand sieht. Ohne die Zutrittskarten sind wir aufgeschmissen. Ich dachte eigentlich, ich könnte gerade eben noch mehr sprechen. Dann hätte ich nicht nur Sturm genommen. Neue Schauplätze verfügbar. Den linken Schalter drücken, um den Ort zu untersuchen. Okay. Gehen wir mal dahin. Bezahlung. Es gibt nur einen Grund, das zu tun. Aber es ist ein guter. Ich will den aber noch weiter untersuchen eigentlich. Können wir das noch machen? Ja. Okay. Muss aber aufpassen, nicht, dass er uns entdeckt. Schuppenkontakt 555 182, was stand da? 1832, oder? Nochmal ein letztes Mal. 555 1832 oder 732. Guck ich mich, ist das eine 1 oder 7? Na gut, wir belassen es einfach mal. Vielleicht kann man ja auch nochmal gucken. Und so weit ist... Ah, da kann man hinfassen, aber ob das nicht merkt... Ich probier's mal. Das merkt er. Wenn ich es nochmal mache, merkt das auch. Okay. So funktioniert es, glaube ich, eher gerade nicht. Vielleicht können wir was anderes noch machen. Miles. Pesado. Denk einfach immer an das Geld. Und was ist noch das mit den Zutrittskarten? Verdammt, der Wachmann. Okay, dann gehen wir mal weg hier. Und gehen dahin. Vielleicht haben wir hier ja noch was. Zum Beispiel da. Das können wir bestimmt aufnehmen. Fiesadler, che netto. Okay, die Übergabe läuft. Wir kehren nicht aufs Schiff zurück. Wir kehren nicht auf das Schiff zurück. Na, wenn du meinst. Die Steuerung muss ich mich erstmal gewöhnen. Kannst du nochmal nach links gehen? Großartig, vielen Dank, sehr hilfreich. Tja, angeschmiert. Vielleicht nicht. Was meinen Sie? Vergessen Sie es, rufen Sie die Wache an. Hier ist die Nummer des Wachmanns. Beschäftigen Sie ihn am Telefon. Wie, Sie schleichen dann vorbei und ich bleibe hier? Das wird nichts. No, Baboso. Ich beschaffe uns die Zutrittskarten. Du, was soll ich ihm sagen? Halten Sie ihn am Reden. Das war aber nicht die Nummer, oder? So, wir gehen. Hi, ja, ich bin von der Buchhaltung. Wir haben einige Daten verlinkt und sitzen jetzt ein wenig in der Klemme. Ich bräuchte ein paar Informationen. So, er ist ja beschäftigt jetzt, dann können wir das jetzt bestimmt besser nein, schnappen. Nein, wie ich schon sagte, ich hatte die früh... Jawohl. Ja, aber warten Sie, da ist noch eine... Hey, ich dachte Sie... Oh. Okay, das war gut, aber... Hey, Sekunde mal. Sie arbeiten für mich, schon vergessen? Ich gebe also die... Sie können dort nicht lang. Hallo. Hi.
Wir haben Zutrittskarten. Ja, schön für Sie. Aber das ist eine Sturmevakuierung. Nur das unentbehrliche Personal bleibt auf der Insel. Sie müssen auf das Boot. Ja, ich meine, ich habe ein paar grundlegende... Mit wem sind Sie hier? Ich gehöre zu Ihnen. Ich bin neu. Was ist mit ihr? Sie gehört zum Wartungsteam. Na los, sagen Sie es ihm. Kammerjägerin, Klempnerin, Mechanikerin. Ich repariere Dinge. In diesem Sturm? Was genau reparieren Sie? Elektrik, Zäune, Dock, Elektrik. Elektrik. Muss mich darum kümmern, sonst gibt's bei Regen einen Kurzschluss. Und wozu ist die Machete? Die ist nicht echt. Werkzeug, Lieferung. Werkzeug ist auch doof, vielleicht Lieferung. Ich repariere auch Messer, ich restauriere sie. Das hier ist fertig und ich liefere es an jemanden hier. Okay, Kleine, bleiben Sie kurz hier stehen. Ich muss jemanden anrufen, um Ihre Zutrittskarten zu prüfen. Ist das wirklich nötig? Ich mag solchen Unfug nicht sonderlich. Und Sie führen auf jeden Fall Unfug im Schilde. Okay. Wir hauen ihn einfach mal. Gehen wir. Vielleicht sind Sie Ihren Lohn am Ende doch nicht wert. Kann man ja mal machen. Immerhin lässt der Regen nach. Au, Ingen hätte die Insel zubetonieren sollen. Ingen hätte nie herkommen sollen. Und? Zurücktreten, Mr. Chadwick. Mögen Sie mein Aftershave nicht? Ich möchte keine Unfälle. Richtige Taste drücken, wenn die Aufforderung aufnimmt, um dich den Dschungel zu hacken. Ja, das machen wir mal. Daran werde ich mich gewöhnen müssen, hier an Quicktime und so. Oh oh. Der Dschungel ist hier sehr dicht. Ja, aber das schaffst du schon. Oder auch nicht. So gut immer. Mit ihrer Machete, die sie noch abgeben muss. Ich will jetzt endlich fertig sein mit dem Gehacke. Ah, ich drücke immer zu früh. Man muss echt exakt im richtigen Warum Moment halten machen. Wir? Drängeln Sie nicht. Kannst ja mal mithacken hier, du Typ. Ab durch den Dschungel, abgeschlossen. Natürlich wieder Rang Bronze, weil ich schlecht bin. Andale pues. Was ist das für eine Monstruosität? Ingen ruiniert die Insel. Ist es so wichtig, Leute fernzuhalten? Es geht eher um das, was drin bleiben soll. Es ist nur sowas wie eine Art Zoo. Verstehen Sie? Was für ein Zoo? Nein, das verstehe ich nicht. Ja, klar. Das beantworten wir im nächsten Part von Jurassic Park, The Game. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist ja sehr geheimnisvoll im Moment. Sehr mysteriös alles noch. Sehr auch eingewöhnungsbedürftig für mich noch, aber auch sehr spannend. Ich hoffe, bin gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns. Bis dann!